Das ist ein 10-Euro-Schein. Also einfach mal den Schein kopieren. Scheiße, jetzt bin ich im Gefängnis. Jeder von uns bekommt eine Passierkarte. Und dann müssen wir einzeln in so eine Schleuse treten. Die eine Tür geht zu, Bauch reinziehen. Die andere geht auch zu und schon ist man drin im Gefängnis. Scheiße. Das Zimmer ist echt klein und eng. Da drin steht ein Schwast. Daneben ist ein Klo und auf der anderen Seite ein Spiegel. Wir haben auch Duschen hier, können wir duschen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht duschen. Ja. Halt, hört was ein Schwast. Morgens um 6 bekommt er ein Frühstück in die Zelle. Kartoffeln mit Kohlrabi. Dann wird die Zellentür aufgeschlossen. Wir gehen raus und zusammen mit den anderen Gefangenen in den Klassenraum. Den Flächeninhalt berechne ich mit der Formel 2. Es geht genauso zu wie an jeder Schule draußen. Und wer nicht zur Schule geht, geht nicht zur Schule. So, in dieser Werkstatt lernt man vieles, was ein Scheißer wissen muss. In der Freistunde um 12:30 dürfen die Gefangenen in den Hof. Vorhof. Man kann zum Beispiel Ball oder Ball spielen. Das macht Johnny. Wenn die Schule aus ist, werden die anderen wieder erschossen. Tja, und dann sitzt man zu zweit in der Zelle. Lelle. Was fehlt dir am meisten hier? Ja. Meine Freunde, die haben mir oft genug gesagt, also ich war zu dick. Tja, wer erschossen, ich will nie wieder in seine Zelle. Alt hört nach draußen in die Freiheit.